Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Am 6. Mai in der Swiss Life Hall Hannover. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 3x3 Minuten ausgemacht. Das Tanzband am Gewicht hatte ich bereits erwähnt. Jay, der Mann, der die Augen drauf hält. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kampf Nummer 2. Geben Sie den Kämpfern Wegzehrung in den harten Weg. Michael Lapp und Rabih Azizi. Azizi 10 cm größer. Mal schauen, ob er das im Stand Second Start betreuer aus dem Ring, Second Start, Vorteil nutzen kann. Ringfrei, Runde 1, First Round. Auf jeden Fall wäre schön, wenn Sie sich einfach ein bisschen Zeit lassen, nicht so einen Highspeed-Kampf hinlegen, nur wenige Sekunden. Und das Publikum, das soll natürlich hier auch in der vollen Halle auf seine Kosten kommen. So, erstmal ein bisschen Getänzel, ein bisschen Getaste, hätte ich fast gesagt, da ist er schon durch. Michael Lapp, der erste Takedown, aber locker abgeschüsselt von Azizi. Wir hatten es anfangs schon angesprochen, beide ihre Wurzeln im Ringen. Azizi scheint jetzt aber mehr den Stand zu bevorzugen, ja, hält Vorteile. Die Distanz, während Lapp eben ja den ersten Takedown-Angriff gestartet hat. Schöner Haken von Lapp. Ja, sah fast so aus, als wäre der Haken drin gewesen. Jetzt gleich der Ansatz von der Submission. Lapp hat einen Griff, ja. Komplett wirft ihn durch. Da ist der Ringer. Der Griff sitzt. Und vor allem hakt er ihn unten ein. Und das war's. Michael Lapp gnadenlos angesetzt, durchgezogen und das Ganze hier zum Abschluss gebracht. So, hab nicht groß auf die Uhr geschaut, aber wir haben noch nicht eine Minute Kampfzeit rum. Das war. Tja, Daniel, du bist enttäuscht worden. Es war schon wieder so schnell, wie wir uns im ersten Kampf erlebt haben. Enttäuscht will ich nicht sagen, war eine knallige Aktion. Aber Lapp hat da schön was gezeigt. Also das definitiv mega geile Technik. Super, wie er das gemacht hat. Vor allem, wie er die Rolle genutzt hat, den Druck noch mal zu erhöhen. Und dann hat man ja gesehen, was für ein extremer Druck da entsteht. Das sind wenige Sekunden und dann bist du ohnmächtig. Und jetzt pass auf, jetzt rollt er durch und jetzt macht er gleich eine Sache. Zieht er noch mal zu. Und er hält die Beine unten fest. Das heißt, Azizi hatte keine Chance mitzugehen. Er kam aus diesem Klammergriff gar nicht raus. Also besser kann man seinen ersten Kampf nicht machen. Nee, also voll abgekocht, so ein Schlitzohr. Michael Lapp. Damit geht der Sieg nach Freiburg. Und 52 Sekunden hat das Ganze nur gedauert. Also wir haben jetzt wirklich in den ersten beiden Kämpfen zwei spektakuläre Submissions gesehen. Richtig starke Techniken. Und das von unseren Young Heroes. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie es so üblich ist beim MMA, kann lange dauern, kann schnell gehen. Sagt nichts über die Qualität. War ein schöner Kampf. Hier Applaus bitte für beide Kämpfer. Michael Lapp, Rabih Azizi. Ladies and Gentlemen, das offizielle Urteil. Kampf Nummer 2 endete bei Tapout nach 52 Sekunden. Erste Runde. Grund dafür war ein Das Choke. Der Sieg geht an den Mann aus Freiburg, Michael Lapp. Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Jetzt sofort Sitzplatz auswählen und ausdrucken.